Woche startet The House der Jack Built in den deutschen Kinos. Auf den ersten Blick ist das eine weitere Serienmördergeschichte, so wie es sie schon oft gab. Aber schon der Blick auf den Regisseur und den Autor des Films zeigt, dass mehr dahinter stecken muss. Es ist nämlich Lars von Triers neuester Film. Der Däne ist berühmt für seine ganz eigene Handschrift und die kommt auch in seinem mittlerweile 15. Kinofilm zu tragen. Passenderweise hat der Film bei seiner Premiere in Cannes die Hälfte des Saals zu stehenden Ovationen geführt und den Rest zu Buhrufen. The House der Jack Built dreht sich um das Leben des Serienmörders Jack, der über 12 Jahre dabei verfolgt wird, wie er Mord zur Kunst transformiert. Der Film ist der perfekte Anlass, um mal Luft zu holen und zu erörtern, wieso Lars von Triers Filme derart polarisieren und was hinter diesem schrägen Künstler wirklich steckt. Damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Essay hier auf Cinema Strikes Back. Lars von Trier in einem Satz zu umschreiben ist unmöglich, aber in seinem Kern ist er vor allem ein Mann, der sich von der Banalität des Alltäglichen befreien möchte. Er ist ein Künstler auf ewiger Sinnsuche. Er schafft mit seinen Geschichten fiktive Welten, in denen er die komplette Kontrolle übernehmen kann. Kontrolle, die er in seinem eigenen Leben nach eigenen Aussagen immer wieder vermisst. Er kämpft schon Zeit seines Lebens mit der Kontrolle. So litt er jahrelang unter Depressionen und Phobien. Er erkrankte an Alkoholismus und Tablettenabhängigkeit. Kontrolle ist ein wesentlicher Punkt seiner Schaffenskraft, ein ganz wichtiger Aspekt. Aufgewachsen ist der dänische Filmemacher in einem Umfeld, das das Hippietum zelebriert. Seine Erziehung war laissez-faire und antiautoritär. Er selbst bezeichnete seine Erziehung als humanistisch und liberal. Ihn hätte diese Art des Heranwachsens aber zu einem orientierungslosen, einsamen und ängstlichen Menschen gemacht. Das spiegelt sich natürlich auch in seiner Kunst wider. Ein Lars von Trier-Film ist immer zugleich auch ein Kunstfilm, egal was man von den Werken Triers hält. Er wird für vieles kritisiert und gescholten. Er sei kein Künstler, sondern ein reiner Provokateur. Er sympathisiere mit Nazis. Er sei arrogant, selbstdarstellerisch und narzisstisch. Was ihm aber immer wieder vorgeworfen wird, ist Misogynie, also die Geringschätzung von Frauen. So oder so, seine Filme werden von vielen geschätzt. Nachdem er Filmwissenschaft in Kopenhagen studierte und die Filmhochschule besuchte, veröffentlichte er seine ersten 3 Kinofilme, The Element of Crime, Epidemic und Europa. Sie sind seine sogenannte Europa-Trilogie, in der er sich mit dem Europa des 20. Jahrhunderts beschäftigte, vor allem mit dem Dritten Reich. Nach einigen Jahren stieß er wieder ins Kino mit seiner emotionalen Golden Heart-Trilogie, die aus den preisgekrönten Filmen Breaking the Waves, Die Idioten und Dancer in the Dark besteht. Er machte die bis dahin völlig unbekannte Emily Watson zum Star und arbeitete eng mit Björk zusammen. In Die Idioten mit all seinen wackeligen und unruhigen Aufnahmen zeigte er geistigen Verfall und echten Sex. Auf die Golden Heart Trilogie folgte gleich seine nächste Trilogie, zu der der dritte Film Washington aber nie erschienen ist. Die USA Trilogie bestehend aus Dogville und Mandalay. Filme, die sich sehr auf Bertolt Brecht beziehen. Die Filme spielen in den USA, was auch schon immer wieder kritisiert wurde, weil Lars von Trier aufgrund seiner Flugangst selbst nie in den USA war. Mit Antichrist begann Lars von Trier dann mit Genres zu arbeiten und der umstrittene Film festigte seinen Ruf als Skandalregisseur. Mit Melancholia und Nymphomaniac bekräftigte er dann sein ganz, ganz außergewöhnliches Schaffen. Von Triers Filme sind immer dort, wo sich Authentizität und Künstlichkeit treffen. So hat er auch mit sich selbst schon eine Kunstfigur geschaffen, durch die er hindurch agiert. Eigentlich heißt er Lars Trier. Aber um sich selbst ein gewisses Flair des Mysteriösen und des Adels zu verschaffen, fügte er ein von in seinen Namen ein. Lange vor ihm tat das bereits der deutsche Filmemacher Erich von Stroheim, der ebenfalls als Skandalregisseur berühmt wurde. Trier hingegen ist großer Fan von David Bowie, der sich in den 70ern und 80ern immer wieder selbst erfand. Bowie erschuf unzählige Figuren wie Ziggy Stardust, Finn White Duke oder Major Tom. Auch Lars von Trier versucht sich selbst immer wieder neu zu erfinden und neu zu entdecken. Er meint, ein Künstler muss sich immer weiterentwickeln. David Bowie blieb aber eine seiner wenigen Konstanten. Ob Life on Mars in Breaking the Waves oder Young Americans in Dogville, die Musik von David Bowie floss immer wieder in seine Werke. Lars von Trier ist mittlerweile der Inbegriff des Auteurs. Der Auteur ist der Dreh- und Angelpunkt des Autorenfilms, der in Frankreich der 1950er theoretisiert wurde. Der Autorenfilm sollte sich vom Produzentenkino, das nur auf Profit aus war, abgrenzen. Der Film wurde hierarchisiert. Plötzlich floss das gesamte Kunstwerk in der Person des Filmemachers zusammen. Er wurde zur Speerspitze gemacht. Der Regisseur war nun der zentrale Gestalter des gesamten Films. Der Autorenfilm half maßgeblich dabei, den Film auch als Filmkunst zu etablieren.
etablieren. Lars von Trier gilt als Bewunderer des Autorenfilms und ihn zeichnet nicht umsonst eine unglaubliche Vielseitigkeit aus, die von seiner Liebe für das Kino herrührt. Er beschäftigt sich intensiv mit den verschiedensten Ähren, Stilrichtungen und Strukturen des Kinos, um sie seinen eigenen Filmen einzuverleiben. Er selbst sagte dazu, von der Filmgeschichte zu stehlen, ist in etwa so, wie das Benutzen von Buchstaben aus dem Alphabet, um zu schreiben. Lars von Triers Liebe für die Kunst manifestierte sich bereits in seiner Kindheit. Es war eine Liebe für die Kunst abseits des Mainstreams. Seine Eltern waren Kommunisten und gehörten einer Gemeinschaft von Nudisten an. Sie waren Intellektuelle und so entwickelte Lars von Trier auch eine Liebe für Richard Wagner und die Oper. Eine wichtige Rolle in Wagners Werken spielt der Kontrapunkt. Der Kontrapunkt ist ein besonderes Zusammenspiel von Tonfolgen, die zwar polyphon sind, aber auch unabhängig. Mit anderen Worten, etwas lapidarer ausgedrückt, die Musikwissenschaftler mögen es mir verzeihen, unterschiedliche Melodien, die miteinander harmonieren. Diesen Kontrapunkt hat von Trier in seinen Werken auch umgesetzt, allerdings visuell. So finden sich gerade in seinen frühen Werken Filme, die in die Szenen hineinprojiziert werden. Er spielt Wagners Musik sogar regelmäßig an seinen Sets. Und genau wie Wagner legt Lars von Trier großen Wert auf Emotionalität. So ist es nur natürlich, dass der Expressionismus großen Einfluss auf sein Schaffen hatte. Der Expressionismus entstand um das Jahr 1900 herum und wollte die Erlebens- und Gefühlswelt des Künstlers für den Betrachter spürbar machen. Edward Munch zum Beispiel mit seinem berühmten Gemälde Der Schrei. Von Trier nannte die Kunstwerke von Munch bemerkenswert schizophrene Werke. Munch war auch für die deutschen Künstler des Expressionismus eine maßgebliche Inspiration. Die deutschen Expressionisten um Künstler wie Fritz Lang, Robert Wiene und Paul Wegener hatten einen großen Einfluss auf die internationale Filmwelt. Der deutsche Expressionismus mit seinen surrealen Bauten, seinen starken Stimmungen und seiner intellektuellen Anordnung der Bilder, der sogenannten Mise-en-Scène, wurde weltweit gefeiert. Viele der deutschen Filmemacher mussten jedoch vor den Nationalsozialisten fliehen und fanden ihr Exil in den USA. Ihre düsteren Werke prägten die 40er und 50er des US-amerikanischen Films, denn die deutschen Filmemacher hatten einen großen Einfluss auf den Film Noir mit seiner düsteren, schummrigen Lichtsetzung, seiner emotionalen Herangehensweise und seinen hartgesottenen Figuren. So ist auch Lars von Triers neuester Film The House That Jack Built ein Film, der sich mit der Moralität seiner Figur auseinandersetzt. Kann Mord Kunst sein? Ich durfte letztes Jahr das Set in Schweden besuchen und war begeistert von dem Respekt, den Lars von Trier als Künstler von seinem Team erfuhr. Selbst Hollywood-Star Uma Thurman hing an seinen Lippen und war stolz darauf, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Dabei hat er ihrer Figur nicht einmal einen Namen geschenkt. Matt Dillon hingegen muss das Unmögliche schaffen, einen charmanten Serienmörder spielen, für den sein Regisseur große Liebe empfindet. Viele mögen den Film bereits jetzt kritisieren, aber alle sind sich in einem Aspekt einig. Matt Dillon hat mit diesem Film Großes geleistet. Kritik von allen Seiten gehört bei einem Lars von Trier-Film aber auch einfach dazu. Tim Grierson von der Screen Daily schrieb zum Beispiel, dass Jack tief in der Psyche von Lars von Trier verankert wäre und dass The House That Jack Built für ihn reinste Katharsis gewesen sei, eine Seelenreinigung. Für den Zuschauer wäre der Film aber nur schwer verständlich. Lars von Trier sucht eben immer die Menschlichkeit im Bösen. So beschäftigte er sich in seiner Europa-Trilogie sogar mit der politischen Vergangenheit Deutschlands und versuchte sich in Nazi-Offiziere hineinzuversetzen. Viele kritisierten ihn dafür und er verteidigte sich viele Jahre später noch einmal in Cannes. 2011 kam es zu der folgenreichen Pressekonferenz, in der er sagte, dass er Hitler versteht und mit ihm sympathisiert. Der Festivalleitung ging das zu weit und sie verbannten ihn zunächst. Sein ironischer Kommentar, okay, ich bin ein Nazi, hat ihm dann nicht gerade aus der Patsche geholfen. Lars von Trier als Nazi abzustempeln ist für mich dennoch hanebüchener Unsinn. Dennoch scheint er eine magische Verbindung zur deutschen Kunst zu haben und gerade Bertolt Brecht war mit seinem Verfremdungseffekt ein großer Einfluss. Der Zuschauer soll daran gehindert werden, sich zu sehr in der Handlung eines Theaterstücks zu verlieren. Kommentare und Lieder wurden immer wieder gezielt unterbrochen und die vierte Wand wird eingerissen, damit der Zuschauer immer eine kritische Distanz zur Handlung einnehmen kann. Lars von Trier setzte das gezielt in seiner USA-Trilogie um, vor allem in Dogville sehr stark. Der Zuschauer soll sich gar nicht mit den Figuren identifizieren und ihre Schicksale nachfühlen. Seine Figuren spielten auf einer Bühne und ein Offsprecher sprach immer wieder direkt zum Zuschauer. Der Zuschauer sollte aufgewühlt werden, damit er die Gesellschaft hinterfragt. Es geht nicht umsonst in diesen Werken um die Angst vor Außenseitern und um soziale Verantwortung.
All seine frühen Werke waren ernst und bezogen sich auf die Filmgeschichte. Damit zeigt Lars von Trier seinen Wissensstand als Regisseur und seine Fähigkeiten. So versuchte er schon früh, sich selbst als großen Filmemacher zu inszenieren und sich unter die wichtigsten Regisseure einzureihen. So himmelte er auch Alfred Hitchcock an, der immer die Suspense gesucht hat. Das heißt, er schickte Figuren in Situationen, in denen sie in Unsicherheit schweben, weil die Katastrophe droht. Hitchcock erforschte das Unterbewusste in seinen Figuren und in seinen Zuschauern. Er beschäftigte sich intensiv mit dem Prozess des Films. Und er verwob seinen eigenen Voyeurismus in seine Filme. Und Hitchcock galt genauso wie von Trier als ausgesprochener Frauenfeind. Ob man das jetzt wirklich so sieht, ist eine andere Frage. Aber sowohl Hitchcock als auch Lars von Trier sollen ihre weiblichen Darsteller bei Dreharbeiten emotional stark belastet haben. So haben die beiden Filmemacher nicht nur ihre Figuren in Dilemmata geworfen, um ihre tiefste Psyche kennenzulernen, sondern auch ihre Schauspielerin. Es wäre ein fataler Fehler, nicht auch über Carl Theodor Dreyer zu sprechen, den dänischen Filmemacher, der mit seinen spirituellen Filmen zu einem der wichtigsten europäischen Filmemacher überhaupt wurde. Die Passion der Jungfrau von Orléans gilt dabei als sein bestes und bekanntestes Werk. Von Trier ist besessen von diesem Dreier. Er arbeitet gezielt mit Menschen zusammen, die auch schon mit Dreyer zusammen gedreht haben. Trier kaufte sogar Dreyers alten Anzug und trug ihn in Cannes. Und dann ging er sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter und sagte, dass es in Dänemark bisher nur zwei wichtige Regisseure gegeben habe, Carl Theodor Dreyer und ihn selbst. Man kann ihm nicht einmal widersprechen, Lars von Trier ist fasziniert von der menschlichen Natur, von der Suche nach spiritueller Erkenntnis und Erfüllung. Er hat mittlerweile den Weg zur Religion gefunden und er mag zwar immer wieder die Kirche und den Radikalismus kritisieren, aber niemals die Idee von Gott. Von Trier sucht die Ordnung im Chaos, das ihn umgibt. Nicht umsonst war er ein prägender Bestandteil der Dogma 95-Bewegung, die das Filmemachen 1995 radikal einschränkte. Zum 100-jährigen Bestehen der Filmkunst wurden die Keuschheitsgelübde feierlich verkündet. Alle Drehorte müssen Originalschauplätze sein, Musik darf nicht im Schnitt hinzugefügt werden, man darf nur Handkameras verwenden, künstliche Beleuchtung oder Spezialeffekte und Filter sind nicht erlaubt, der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen, es darf kein Genrefilm sein, also keine Science-Fiction, kein Fantasy oder sonst was und der Regisseur darf nicht genannt werden. Natürlich hat sich Lars von Trier mittlerweile davon distanziert, aber er selbst sagte, dass seine Kindheit ohne Regeln ihn dazu zwang, eine Filmkunst zu schaffen, die strengen Regeln unterliegt. Die Kunst scheint für Lars von Trier ein Bewältigungsmechanismus zu sein, mit der er seine Trauer, seine Ängste und vielleicht auch seinen Wahnsinn verarbeitet. Er selbst sagte, dass er sich bei jedem Film Mühe gebe, dass man seine Handschrift immer wieder erkenne, damit er dem Lauf der Zeit seinen Abdruck hinterlassen kann. Letzten Endes hat niemand Lars von Trier besser beschrieben als passenderweise Lars von Trier selbst. Er denke jeden Tag mindestens 10-mal darüber nach, wie sinnlos das Leben sei. Man kommt, man lebt, man geht. Deswegen bewundere er Menschen, die für etwas kämpfen und dafür sterben, weil sie ihrem sinnlosen Dasein eine Bedeutung geben würden. Damit ist Lars von Trier vor allem ein Künstler, der sich in seinem Schaffen gegen den Fatalismus des Seins wehrt, also gegen die Fügung, dass man sich dem auferlegten Weg der Menschlichkeit nicht entziehen kann. Zuallererst ist Lars von Trier aber ein Meister seines Fachs, der gesamten Filmgeschichte mit seinem vielfältigen Schaffen einen sehr eigenen Stempel aufgedrückt hat. Er ist vom Enfant terrible der Filmwelt, dem Bürgerschreck des Mainstreams, der mit Nazis sympathisiert, zum unverwechselbaren Auteur gereift. Ihr könnt eurem sinnlosen Leben auch einen Sinn geben, wenn ihr Cinema Strikes Back abonniert. Erst dann seid ihr ein vollkommener Mensch. Und ihr solltet uns jetzt auch auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von Lars von Trier haltet, ob ihr ihn überhaupt kanntet. Falls nicht, solltet ihr sowieso alle Filme von Lars von Trier mal nachholen. Und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr ihn massiv überbewertet findet oder ob ihr ein großer Fan von Lars von Trier seid. Das würde mich sehr freuen. Und checkt auf jeden Fall auch unser vergangenes Special von letztem Samstag ab. Das war ein wirklich sehr, sehr interessantes Video. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper und Alfie.